Augen treffen mich und meine Augen sehen. Augen, die stumm reden, lesen, wer du bist. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich im Landesmuseum Zürich begrüßen. Wenn Sie beim Einlaufen vielleicht draußen noch gelesen haben, dort steht ein Text, niemand war schon immer da. Auch das Landesmuseum Zürich hat sich viel mit der Geschichte unseres Landes, mit der Geschichte der Menschheit befasst. Es ist uns eine große Freude und Ehre, dass die Alexandra Krusa dieses Projekt heute im Landesmuseum Ihnen zu Gemüte führt oder zeigt. Liebe Alexandra, soeben noch auf der Tango-Bühne und heute Abend auf der Bühne im Landesmuseum. Du hast ein Filmprojekt gemacht und singst normal und machst Musik. Wie kam es zu diesem Wechsel im Genre? Es ist überhaupt kein Genrewechsel und ich bezeichne mich auch nicht als Filmemacherin. Ich bin ja wirklich, also das wäre vermessen. Ich habe einfach Ideen und da finde ich immer ein paar völlig wahnsinnige Menschen, die mir glauben und Vertrauen haben und sagen, okay, das machen wir und mir ihre Arbeit zur Verfügung stellen. Das Projekt geht schon weiter, habe ich gehört. Also andere Städte haben Interesse bekundet, dass sie genau das gleiche Projekt auch in ihrer Stadt realisieren möchten. Städte, ja, Geld. Aber wir haben jetzt wirklich ein Projekt gemacht, also wir haben den Piloten fertig. Und das heißt, man kann jetzt was angucken und sehen, es funktioniert. Das heißt, wir suchen natürlich auch Geld. Auf dieser Reise werden wir Dutzende von Menschen sehen, die in ihrer Muttersprache den Satz sagen, ich bin keine Rassistin oder ich bin kein Rassist. Die Anlage des Multimedia-Projekts Bus 31 ist einfach. Menschen sagen einen Satz, einen vordergründig beruhigenden Satz. Ich bin keine Rassistin, ich bin kein Rassist. Aber dieser Satz wirkt nach, gerade in seiner seriellen Wiederholung und eröffnet damit den Weg zu einem vertieften Nachdenken. Denn wir alle wissen, dass niemand von uns frei ist von Ängsten vor dem Fremden. Das Kunstprojekt Bus 31 zeigt auf eindrückliche Weise, was Kunst zu leisten vermag. Sie regt uns zum Nachdenken an. Sie verunsichert uns in einer produktiven Weise. Sie initiiert eine Debatte. Sie bringt etwas in Gang. Alexandra Krusa hat es sich nicht leicht gemacht. Sie hat kein Wohlfühl-Movie produziert, das eine widerspruchslose Idealwelt zeigt. Nein, Bus 31 ist eine Fahrt in eine komplexe Realität. Meine Damen und Herren, Migration ist eine Realität. Das Zusammenleben von verschiedenen Kulturen in unserer Stadt ist eine Realität. Im letzten Jahr ist Zürich um 4.600 Bewohnerinnen und Bewohner gewachsen. Zum ersten Mal seit 1974 leben in Zürich wieder mehr als 390.000 Menschen. Der größte Teil des Wachstums machte die Zuwanderung von Menschen aus anderen Nationen aus. Der Anteil von Ausländerinnen und Ausländern in Zürich beträgt 31%, also nahezu ein Drittel. Dieses Zusammenleben führt teilweise zu Ängsten und zu Verunsicherung. Dennoch bin ich stolz sagen zu können, dass wir in Zürich eine offene Gesellschaft haben, welche die Kraft und das Selbstbewusstsein hat, konstruktiv mit dieser Herausforderung umzugehen. Diese Offenheit ist aber nicht garantiert. Sie muss immer wieder gepflegt, erneuert und zuweilen erkämpft werden. Veränderungen beginnen im Kopf, sagt Alexandra Krusa, und sie hat recht. Sich mit dem Nicht-Vertrauten auseinanderzusetzen, bedingt gedankliche Bereitschaft. Wenn wir uns nicht verweigern und in Angst abkapseln wollen,
müssen wir uns zu erkennen geben und andere kennenlernen wollen. Dazu leistet das Kunstprojekt Bus 31 einen wichtigen Beitrag. Ich danke allen, die sich dafür engagiert haben. Katimbang. Ito Pilipinas ako. Nakatira ako dito sa Suri. Hindi ako racist. Adım Mustafa Karabulut. Türkiye'den geliyorum ve ırkçı değilim. Kaçtaca oyunu kurmasa havay. Onda bir kalp rasistim. Sen ben o. Bir bayrak in bayrım var. Mi nombre es Angelo, vengo de República Dominicana y no soy racista, mas fergueche. Je suis Suzanne Atsama, épouse Schmutz. Je suis camerounaise et je ne suis pas raciste. Regula von Rechtenberg. Ich bin Schweizerin und ich bin keine Rassistin. Je ne suis pas raciste. Wo bin ich, wenn ich unterwegs bin? Bin ich bei mir in meinem Kopf? Oder ein Kampf, was ich brauch auf meinem Weg von der Natur? Oder bin ich schon da? Wo bin ich und wer mit mir hier unterwegs? Vaters Licht, Reflexen, Schatten, Augen, Taschen, Mund und Hand und Hund. Ich bin unterwegs in meinem Bus. Also, am Anfang hat man das Gefühl, das ist einfach ein banaler Satz. Jeder sagt, ich bin kein Rassist, das ist so einfach zu sagen. Wenn man es aber so oft hört, dann hinterfragt man den Satz plötzlich. Denkt, irgendwann lässt man sich wie auch ein auf das Thema Rassismus. Also ich habe gemerkt, wie ich mich im Laufe des Films immer mehr mit dem Wort beschäftigt habe. Und wenn man das 100 Mal hört, dass man kein Rassist ist, geht das irgendwie total unter die Haut. Also das löst dann so spezielle Momente aus und spezielle Gefühle, die mich tief beeindruckt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass der Film diesen Effekt hat. Sie hat toll gemacht und dann einfach so super. Super sie. Sehr schön, sehr eindrücklich. Mit all den verschiedenen Nationalitäten, die Gesichter, die Ausdrücke. Vielfältig und sehr positiv. Ja, ich bin ein bisschen neutral. Ich weiß nicht so, was ich davon halte. Ich finde es noch eine schöne Idee und nett, dass so viele Leute sagen, dass sie keine Rassisten sind. Die anderen, die halt Rassisten sind, haben es nicht gesagt. Hätten sich wahrscheinlich auch nicht getraut. Wenn man es mal ganz durchschaut, die verschiedenen Charaktere, wie die so nebeneinander gestellt werden und wie die auf so eine Frage oder wie die so eine Aussage interpretieren, wie die darauf reagieren, dann gibt es wirklich ganz eine interessante Collage. Was mir gefällt, ist, dass wenn man konzeptartig arbeitet, indem sie immer wieder repetiert und dann die kleinen Varianten habe ich so spannend gefunden. Sei das, weil eine andere Sprache kommt, weil ein anderer Mensch oder ein Junge. Also ich konnte sehr mitmachen über die Wiederholung in der Variation. Ja, es fährt ein, es ist schön, all die Leute zu sehen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Leute eigentlich auf so einer Buslinie an Nationalitäten treffen und so. Die Schweizer haben mich vor allem erstaunt. Das ist, die sind immer, wenn die Aussagen machen, die tun extrem das ernst sagen.
Es hat ganz wenig, die eigentlich das mit Humor, wie die meisten von Migranten eigentlich das gesagt haben. Aber faszinierend einfach die Kumulation der immer gleichen Aussage mit den wunderschönen vielen Gesichtern dazu, die also wirklich alle Vielfalt wiedergespiegelt haben. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Für mich sind alle die Leute nicht authentisch, weil einfach vom Umfeld her würden sie, wenn sie ehrlich wären, würden sie alle die, die im Umfeld sind, kompromittieren. Also wenn sie würden sagen, ich bin rassistisch oder wenigstens zum Teil, würden alle die, die rundherum sind, verletzt oder demütigt, beleidigt oder gekränkt. Und darum kann man nicht ehrlich sein. Ja, es ist wunderbar, wenn man weiss, dass man in Zürich in einen Bus steigen kann und eine kleine Weltreise machen kann. Danke, Alexandra. Interessant, dass so viele Menschen von sich behaupten, keine Rassisten zu sein. Das hat mir gefallen. La diversité des langues, des gens et des couleurs. Ça m'a beaucoup plu. Also ich fahre jetzt seit 25 Jahren mit dem 31er. Und was ich sehr schön finde, weil es gibt nichts, was so Multikulti ist wie der Bus 31er. Aber es kommt mir so ein bisschen, also es ist wahrscheinlich so, es ist eine Werbeveranstaltung für oder gegen Rassismus. Weil ich glaube, so etwa 3/4 der Leute, die das gesagt haben, nicht. Ja, wunderbar. Ganz toll gefilmt, unter schwierigen Bedingungen. Aber und inhaltlich habe ich Frau Pereira vorhin gefragt, wenn sie vor der Kamera steht und jemand fragt sie, was würde sie, Frau Pereira, was würde sie sagen, hat sie ganz ehrlich geantwortet, wie ich auch würde antworten. Ich weiß es nicht, weil es ist sehr einfach zu behaupten, ich bin kein Rassist und das dann auch zu leben. Bin ich und wer mit mir hier unterwegs? Vaters Lichtreflexen, Schatten, Augen, Taschen, Mund und Hand und Hund. Ich bin unterwegs im Bus.